Ja, herzlich willkommen. Nach 100 Jahrzehnten oder wie lange das hier ist, dass ich ein Let's Play gemacht habe. Boah, ich muss erstmal hier die Musik runterdrehen, die ist ja furchtbar laut. So, okay. Ja, herzlich willkommen zu Mystery Castle, The Mirror's Secret. Ein kleines, kurzes, knackiges Wimmel-Adventure, das mir recht gut gefallen hat, obwohl es ziemlich seltsam war und an einigen Stellen auch die Steuerung ein bisschen komisch und der Anfang komisch. Ich hoffe, dass die Musik jetzt läuft. Ich habe das schon dreimal jetzt getestet und ich hoffe, dass die Musik und die Sprache im Intro läuft. Sonst hatte ich keine Probleme damit. Und wir legen gleich los. Ich werde hier erstmal, ich habe es natürlich mal angetestet. Ich werde heißen, nee, wie immer. Moment. Ja. So, ne? Kennt ihr ja. Und dann legen wir gleich los. Viel Spaß mit dem Intro. Ich hoffe, mit Musik und Sprache. Wir spielen Intermediate, Expert und Hardcore fand ich einfach nur ätzend und Casual ist zu einfach. Wir legen los. Es geht. The second day of our journey is drawing to a close. So beautiful! So let's stay here. Mama, will you read me a bedtime story? Once upon a time, there was a girl called Little Red Riding Hood. Mama, what is that? Jessica! I'm coming, Jessica! Ja, ups, ist die Tochter weg. Keine Ahnung, was mit der passiert ist. Wir werden es hoffentlich im Laufe dieses Spiels herausbekommen. Und wir spielen kein Tutorial. Und ich muss nochmal kurz ins Menü und die Option ändern, weil das ist mir hier definitiv zu laut. Das machen wir alles etwas leiser. Ja, das reicht uns völlig aus. Wir sprechen auch Englisch. Das Wichtigste werde ich übersetzen, aber ich denke, das ist sowieso so leicht und teilweise so komisches Englisch, dass ihr es auch so selbst versteht. Aber die wichtigsten Dinge werde ich euch natürlich erklären, wie immer. Wir legen los. So, jetzt stehen wir. Wir sind irgendwie durch den Eingang gerauscht und stehen jetzt hier vor einem Spiegel und schauen mal, was uns diese Szene zu bieten hat. Denn zurück können wir nicht. Sobald wir eine Szene betreten haben, können wir nicht zurück in die vorherige. Und das finde ich schön, weil du nicht von A nach B nach D nach F rennst, um dann festzustellen, du musst nochmal zurück nach A, weil da irgendein Teil liegt, was du unbedingt brauchst. Also das ist hier nicht so und deshalb hat mich das auch ganz gut angesprochen. Hier ist eine Schriftrolle, die schnappen wir uns gleich mal. Und die ist dafür da, dass wir Notizen machen. Also was in anderen Wimmel-Adventures die... Hallo, kannst du mal aufmachen? Tagebücher sind, ist hier einfach nur diese Schriftrolle. Wir müssen den Spiegel untersuchen. Irgendwas ist damit seltsam. Okay, aber da können wir uns nicht drin sehen. Hey, vielleicht sind wir ein Vampir. Wir wissen es nicht. Aber wir können das Dings hier uns greifen. Der Gargoyle lebt. Ich kann ihn fühlen. Und der versucht, ja, der versucht nicht, nein, er verspricht mir zu helfen. Das ist unser Hint-Guide, den brauche ich aber eigentlich eher selten. Hier ist noch eine Schublade offen, okay. Gut, dann nehmen wir den Skull, den Schädel. Und schauen mal, was hier noch ist. Hier können wir noch was nehmen. Nein, da fehlt etwas. Was mag da wohl fehlen? Der Skull. Legen wir ihn doch rein. Es passiert etwas mit dem Spiegel. Ich muss ein wenig vorsichtiger sein. Ja, ich würde ja jetzt wieder rausgehen. Tochter ist dann eh irgendwie verloren. Aber wir sind natürlich eine mutige Mutter und rauschen mal in diesen Spiegel rein. Hallo? Ah, was ist passiert? Wo bin ich? Ich kann nicht sehen. Naja, doch ein bisschen sehen können wir schon. Hier steht ja eine Kerze, die wir uns gleich mal greifen. Und da sehen wir einen Geist mit Hörnern auf. Sieht ja ziemlich kräftig aus.
Ey, Alter! Ja, mach mal langsam hier. Tut dir ja nichts. Tut mir auch nichts. Und offenbar sind die Ketten mit den Lampen verbunden. Hier fehlt eine Lampe. Nein, hier fehlt keine Lampe. Okay, aber wieso habe ich jetzt die Kerze in der Hand? Da fehlt was. Das kann ich anmachen. Hier steckt was. Guck mal, ein Zepter. Hier ist ein Haar. Sehr gut. Eine Brechstange. Was ist hier? Schwert. Das greifen wir uns auch gleich. Jo. Und eine Lampe. Das ist die Lampe, die uns hier rechts gefehlt hat. Vermute ich doch mal. Wollen wir die mal da aufhängen? Ja. Und dann kommt wie durch Zauberhand wieder unsere Kerze. Das gefällt mir sehr gut. Haben wir hier noch irgendwas? Hier müsste noch irgendwas... Ja, hier liegt noch eine... Ein Pinsel. Keine Bürste, ein Pinsel. Hier ist ein Bild, das können wir aber nicht... Ja, ein sehr seltsamer Ort für ein Bild. Okay, gucken wir uns mal das hier an. Das ist ein Morph-Objekt. Die habe ich... Da achte ich nie drauf, aber wenn ich... wenn ich natürlich eins finde... Dann klicke ich drauf. Oder wenn mir eins auffällt. Oder durch Zufall. Das gibt dann so Trophies noch. Aber wohl die... Finde ich nicht so wichtig. Hauptsache, ich kann das Spiel spielen. Hier ist auch noch... ja. Da fehlt mir, glaube ich, noch eine Axt. Die haben wir hier. Gut. Dann nehmen wir die Axt und hauen mal diese Wurzel weg. Und setzen die Lampe an. Und dann ist er frei. So, jetzt bring uns mal hier raus, Alter. Mach... Komm, du bist stark, du schaffst das. Nein, er schafft es nicht. Er ist zu schwach. So ein Riesenkerl jetzt mit so Muskeln und ist zu schwach, um das Gitter hier aufzukrachen. Dann müssen wir das wohl übernehmen. Das können wir auch, denn wir haben die Brechstange hier. Hast du das Brechstange? Ich glaube, ja, ne? Sehr schön. So, mach. Na, komm. So. Jetzt müssen wir noch die Spinnen wegtun. Auch nicht weiter schwer. Ich habe das erste Puzzle gelöst. Toll. Und das Spinnennetz tun wir auch einfach weg. Ich glaube, mir fehlt auch noch eine Krone. Die müsste hier liegen. Ja, guck mal. Eine halbe Krone und da ist noch eine andere halbe. Die kann ich aber auch nur mit der Brechstange da rauskriegen. So, dann gehen wir nochmal da. Wo war das denn jetzt hier? Gehen wir nochmal dahin und können den ganzen Krempel da reinsetzen. Das Zepter und das Schwert und eine halbe Krone und noch eine halbe Krone. Und den hier. Ui. Das ist wohl das Herz dieses starken, nicht so starken Herrn hier. Ghost's Heart, ja. Dann wollen wir ihm das doch mal einsetzen. Wir betätigen uns als Herzchirurg für Geister. Wollte ich schon immer mal machen. Here, take this. Danke. Ah. This will save. Was? This will save? What? Ich glaube, der hat den Satz nicht zu Ende geredet. Und wir haben die erste Spiegelscherbe für unseren Spiegel. Toll. Husch. What are you doing here? Oh yes, you have come for the girl. Forget about her. You will never see her again. Das glaubst du aber auch nur, dass ich die nicht wiedersehen werde. Ey, das ist meine Tochter. Natürlich finde ich die wieder. You dare to free my prisoner. You will pay for this. Ja, was willst du denn machen? Aua. Der hat das alles kaputt gemacht. Sind wir jetzt auch tot? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen jetzt auf jeden Fall uns dieses Bild angucken. Das ist ein bisschen eingestaubt, ne? Aber macht nichts, wir haben eine Bürste. Und das ist zwar das erste Bild, das wir hier reinigen müssen, aber nicht das letzte. So. Hier ist ein bisschen doof, weil wir diese ganzen Geisterdinger da wegkriegen müssen.
Das ist dann bei den anderen etwas einfacher. Geh da weg. Du auch. So, ich glaube, jetzt haben wir es ja. Das ist ja niedlich. Da gucken wir rein. Das ist unsere Tochter. Guck mal. Haben wir sie schon gefunden. One, two, the mirror has you. Three, four, can't open this door. Five, six, some things you can't fix. Seven, eight, please don't be late. Nine, ten, will I see you again? Ja, also wieder futsch. Das war Jessica. Ich muss in dieses Spielhäuschen kommen. Hier glitzert was, das heißt immer, es gibt Wimmelbilder zu lösen. Aber wir gucken uns erstmal so um und sammeln wieder allen möglichen Quark ein. Zum Beispiel ein Schwert und ein Schild. So. Mit dem Schwert können wir hier den armen Drachen tothauen. Das finde ich ganz schrecklich. Ich mag das nicht. Ich mag das überhaupt nicht leiden, weil der ist niedlich und den möchte ich eigentlich nicht kaputt machen. Aber gut, es bleibt mir nichts anderes übrig, als es zu tun. Hier liegt auch noch was rum. Eine Wolke, eine Elefantenwolke. Okay. Schauen wir erstmal hier rein. Das Bonbons? Und was ist das? Ein Drachenherz. Noch ein Herz. Das gehört dem hier. Na, guck mal. Oh. Okay. Juhu. Ich muss noch was finden. Noch so ein Schild. Gut. Jetzt machen wir erstmal das, weil ich das furchtbar ätzend finde. Im Prinzip ist es ganz einfach, aber... So. Ah, gut. ja, das Kaninchen. Den nicht. Jetzt kann die da... Ich frag mich nicht, das ist ganz seltsam. Ah ja, die sitzen schon an der richtigen Stelle. Die Maus. Der Frosch. Der Fisch. Fragt mich nicht. Warte mal eben. Nee, so. So, 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 so. Ah, jetzt kann die da hinten hin. Dann kann der hier hin. Ist der richtig hier? Nee, der Frosch, warte. Ah. So, dahin und dahin. Jetzt aber. Oh, das ist eins der ätzendsten Rätsel, weil das ganz seltsam ist. Okay, wir haben ein Zugrad gefunden. Das gehört hier hin. Ich überlege, wir können das eigentlich schon machen hier. Erstmal müssen wir hier was reintun. Da finden wir das, das, das und das. So. Hier haben sie uns vorgegeben, was wir klicken sollen. Das habe ich, glaube ich, zweimal nicht verstanden, bis ich das endlich... Ich habe es gar nicht gesehen. Das ist überhaupt nicht wahrgenommen. So, hier brauchen wir einen Umschlag und einen Reifen. Nee, Reifen nicht, aber einen Pfeil. Wir brauchen einen aufgeblasenen Ballon. Ja. Na komm. Dann brauchen wir dieses... Ich weiß aber nicht, wie dieses Spiel heißt. Wer das weiß, kann es mir ja in die Kommentare schreiben. Dann brauchen wir den Orang-Utan. Den finden wir hier. Und einmal Bang finden wir hier. So, dann brauchen wir Lollipop, das und das. Und die Steam Engine und Alarm Clock und Airplane. Und noch eine. Ja, alles gut. Und den Eiffelturm. Okay. Ist mir egal. Jetzt haben wir einen Umschlag, ein Herz und ein Rad. Okay, was ist dem hier? Why is it so unhappy? Möchtest du den Umschlag? Nee. Okay. Guckt hier.
Es ist übrigens egal, was ich zuerst aufklebe, wird er ablehnen. Und ich muss es immer noch mal neu machen. Immer. Ja, es geht kein Weg daran vorbei. Ich muss dieses Puzzle hier immer zweimal machen. Weil ihm das erste nie schmeckt. Egal, ob es jetzt Pepperoni oder Käse ist. Ja, ja. Yeah. Das erinnert mich total an Simon's Cat. Kennt ihr Simon's Cat? Okay, also nochmal das Ganze. Hier liegt übrigens auch noch was. Nehmen wir gleich mit. Das ist ein Teil von der Eisenbahn, die da unten steht. So, den versabberten Umschlag müssen wir jetzt wieder entwirren. Das Ding hier abmachen. Und die Pepperoni-Marke draufkleben. Wenn er meint. Okay. So, dann gehen wir nochmal dahin. Und haben eine Batterie gefunden. So, das ist erstmal alles, was wir hier brauchen, um die Eisenbahn wieder in Ordnung zu bringen. Batterie, Steampipe und Rad und Batterie und diese Dampfmaschine hier. Und dann kann es losgehen. Achso, anmachen muss ich sie ja auch noch. Jo. Und jetzt müssen wir den längsten Weg fahren, weil die Bahn ist total lang und die darf sich nicht... Hallo. Und die darf natürlich nicht aufeinander stoßen. Die Waggons mit der Lok. Jetzt können wir unsere Tochter da rausholen. Hier haben wir das Drachenherz. Jessica. Jessica, I'm right here. Yes, komm mit. Komm hier raus. Ah, da kommt dieser Typ schon wieder. Und hau die Tür zu. Und da kommen wir auch nicht mehr rein. Okay. Aber hier oben. Wir brauchen eine Leiter. Gut, gehen wir erstmal wieder wimmeln. Victory. Wir machen erstmal hier die 12. So. Dann ist die weg. Victory ist das hier. Okay, dann haben wir Rubik's Cube. So, dann haben wir die Medaille, das Herz und den Soldier. Dann haben wir das und das. Hallo, das, das. Und was haben wir noch? Den Bären und das Rad. Ja, sehr gut. Okay. Das Herzchen kleben wir hier hin. Da haben wir wieder einen Morph. Sehr schön. Wenn ich dran denke, klicke ich sie... Oder wenn ich gerade zufällig einen sehe, und sonst sind die mir egal. Na? Okay, ich brauche noch so ein Spiegelding. Das ist hier. Kleben wir da ein. Gut, das fand ich noch jedes Mal Kleber. So. Na, komm her. Ist nicht sonderlich schwer. Sind auch keine echten Schieberätsel, so wie Julian und ich sie so sehr lieben, ne? Ja, kann ich hier Gott sei Dank nicht mit dienen. Ich muss ja erstmal hier so ein bisschen... Ah, das war jetzt schon Glückssache. Das gehört hier hin. So. Das hier... Ach so.
ahnt es schon, ein Musikzimmer. Das muss ein Durchgang sein. Ich muss mir das mal näher angucken. Was tun wir jetzt? Oh, das hat ja alles, das ganze Bild verklebt. Ich muss mit dem Geist nachdenken. Der ist vielleicht was nervig. Oh, holy Chopin, a living person stands in our hall, and we are unprepared. May Mozart condemn me. What? You aren't here to listen to the Moonlight Sonata? Nein. You're looking for your daughter, and you need to get into the next picture? Ja. And even the magical Beethoven and his music cannot delay you. Nein. The picture, of course, is enchanted, but removing the curse is as easy as playing a scale with one hand. Just a second. Somewhere I have a Tchaikovsky record. He's the master of jogging my memory. I can even remember the notes of my old nurse's lullaby. I'm sure to remember the picture's secret. Also wir müssen jetzt irgendwie eine Langspielplatte finden, damit er uns verraten kann, wie wir dieses Bild da wieder entwirren und von seinem Fluch befreien, was auch immer. Gut, machen wir uns mal auf die Suche, was das denn hier schön ist. Da braucht man irgendwelche Figürchen, die da reinpassen, die können wir auch gleich mal mitsuchen. Was ist das hier? Da haben wir schon das Erste. Das ist wohl das Grammophon, da brauchen... Warte mal, guck mal, da brauchen wir wohl hier einen... So ein Aufziehdings und die Langspielplatte. Das werden wir schon alles finden. Was ist hier? Ein mechanischer Arm. Ich werde das Orchester auch erst zuletzt spielen lassen. Das hat einen guten Grund. Da hinten habt ihr vielleicht schon gesehen, ist ein Orchester. Und ich bin hier ein Fan klassischer Musik, aber... Nein, ihr werdet hören. Hier dieses mechanische Orchester. Huch. Okay. Guckt mal. Der hat ein Hütchen auf, das ihm nicht gehört. Hier brauchen wir wohl eine Trompete. Der fehlt der Arm. Den tue ich da aber nicht dran. Da fängt er mich an zu spielen. Hier muss ich den Stecker in die Dose tun. Das mache ich auch noch nicht. Dem Bassisten fehlt der Kopf und dem Geigenspieler fehlt der Bogen. Aber das finden wir schon noch alles. Hier sitzen auch noch so Figürchen. Schaut mal. Die nehmen wir uns auch gleich mit. Okay. Hier. Ja. Und ein Hexagon. Okay. Ein Sechseck, ne? Haben wir hier noch was? Nein. Hier liegt das Aufziehding fürs Grammophon. Hier haben wir schon eine Trompete. Ich finde das sehr schön, dass man immer alles in einem Bild findet. Das mag ich sehr gerne. Dann muss ich nicht von Pontius zu Pilatus rennen. So, jetzt haben wir hier noch was. Da ist noch so ein Teilchen. Und hier auch, schaut mal. Schlagen wir doch die Scheibe ein. Wir sind ein bisschen destruktiv heute. Jetzt haben wir die Hand. Vorher hätte ich ihr die Hand auch gar nicht geben können. So, Trompete, jetzt haben wir hier noch was. Ein Teil fehlt, macht nichts. Ah, okay. Ich bin mal still. So furchtbar schwer. Das war alles. Hier liegt auch noch was. Okay, und an dem Klavier sind, glaube ich, auch noch zwei. Ja. Sehr schön. So. Aber wir spielen natürlich erstmal die Musik, weil vielleicht kommen wir ja dann schon raus. Wer weiß. Natürlich nicht. Na, so, einmal aufgezogen. Also
Also Tschaikowski würde sich im Grabe umdrehen, wenn ihm das, wenn er wüsste, dass man ihm solche Musik zuordnet. Oh no, time is hard on these machines. Where is the purity, the depth of sound? Oh my Bach, I even forgot my own name. Sogar seinen Namen vergessen, weil er das so schrecklich findet, diese Platte. Only a live performance can save us. Save me from total amnesia and help you find your daughter and her wonderful childlike tonality. Also der leidet irgendwie an totalem Gedächtnisverlust. Fix this orchestra and we'll try again. Und wir müssen jetzt dieses Orchester in Ordnung bringen. So. Hier haben wir ein Wimmel. Adventure, wir freuen uns. Na, den Bogen brauche ich doch auch, genau. So, dann muss ich erstmal hier das Ding aufmachen. Ne, die Karten nicht. Eine Schere. Da. Da rein. Die Feder kommt auf den Hut. So, dann brauchen wir noch den Hammer. Das, den Ring. Und dann haben wir hier eine Uhr, eine Pfeife, ein Metronom, einen Löffel, einen Handschuh, Perlen und eine Krone. Gut versteckt. Okay, so. Wir haben die Trompete, die Hand, den Bogen. Jetzt brauchen wir noch den Kopf, weil da müssen wir nur den Stecker reintun. Kann sein, dass sich das hier hinter verbirgt und wir haben alle Figürchen. Am ätzendsten sind immer... Warte mal eben. Kommst du hier unten rein? Nee, du kommst da oben hin. Na ja. So. Das. Den Stern. Die Trompete. Ich suche jetzt noch den letzten Stern hier. Da ist er. Na, mach. So. Da haben wir den Kopf. So, jetzt können wir dieses ganze glorreiche Orchester zum Klingen bringen. Und es dauert immer einen Augenblick, bis ich wieder an den nächsten, an das nächste Objekt komme. Furchtbar. Da. Mach. Komm. Hallo. Und noch das hier. Ist es nicht furchtbar? Jetzt warten wir auf den Musikus hier. Ja. Huch, Entschuldigung, da wollte ich gar nicht hin. Yes, good old Tchaikovsky and his Four Seasons make a miracle. I remember when I was 2 years old and saw my first snow. Ah, yes, you needed something else. Right, I remember. You need a magic horn. It'll break this curse as quickly as the sound of karaoke shrivels my ears. And you will find this horn in a magnificent keyboard instrument. Tchaikovsky hat nicht die vier Jahreszeiten geschrieben, das war Vivaldi. Also ganz, ganz, ganz großartig. So, wir brauchen hier erstmal, müssen wir so ein Schiff zusammenbasteln. Wo ist denn die zweite Karte hier? Das machen wir jetzt gerade mal. Das ist aber nicht weiter schwer. Fertig. Sehr schön.
Ah, den Drummer noch, okay. So, fertig. So, jetzt darf ich auch noch Klavier spielen. Fertig. Nix wieder raus, ja, ehrlich. Ganz furchtbar. Na, wo ist das? Ich finde, den finde ich immer nicht. Ja. Entschuldigung. Und das Horn. Na, was ein Glück. Jetzt mal die Noten noch wegschieben. Das ist auch nicht weiter schwer. Und was sich hinter diesem Vorhang verbirgte, das erfahrt ihr das nächste Mal. That's Jessica. Don't move. I'm coming. Ja, wir kommen, aber erst beim nächsten Mal. Ich sag erstmal vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal und wie immer, bis dann. Bleibt dran. Tschüss.